Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag meiner Orakliga. Ja, heute geht's tatsächlich wieder weiter mit den Spielen und es wird heute definitiv legendär, aber dazu gleich mehr. Wir haben heute im Angebot Russland gegen Schweden, dann Österreich gegen die Türkei, dann die Schweiz gegen Ungarn, Polen gegen England, Belgien gegen die Ukraine und ihr seht ja schon, Deutschland gegen Frankreich, richtig ein nice Spiel. Die spielen ja auch bei der WM tatsächlich in Real Life gegeneinander. Das wird wirklich legendär, dieses Spiel. Mal schauen, wie es ausgeht. Dann haben wir Dänemark gegen Spanien, Kroatien gegen Portugal, Slowakei gegen Niederlande, Tschechien gegen Schottland, dann die beiden Neuzugänge sozusagen in der EM, Finnland gegen Nordmazedonien, beide zum ersten Mal dabei. Und die treffen hier aufeinander und dann haben wir noch ein Vorrundenspiel in der Gruppe A, Italien gegen Wales. Das heute auf jeden Fall die 12 Partien und ich würde sagen, wir starten sofort rein in die Konferenz. Wir haben das frühe 1:0 für Polen gegen England. Matthäus glich mit dem Tor und somit ja, liegt England 1:0 zurück. Dann haben wir ja schon den frühen Doppelschlag für die Österreicher. Ein Tor von Christoph Baumgartlinger und das andere von Stefan Ilsanker, beides Spieler, die man aus der Bundesliga kennt, also somit führt Österreich früh mit 2:0 gegen die Türkei. Dann haben wir den Torwart von Wales, das ist nicht das 1:0, sondern bleibt beim 0:0 gegen Italien. Danny Ward auf jeden Fall haben wir hier gezogen. Dann aber jetzt das 1:0 für Portugal, Ruben Neves mit dem Führungstreffer gegen Kroatien, aber der postwendende Ausgleich von Kroatien durch Duje Kaletaka. Er macht das 1:1, somit alles wieder auf Anfang in diesem Spiel. Wir haben hier schon wieder den nächsten Torhüter, nämlich das ist Robin Olsen von Schweden, aber Augustinsson macht das Tor 1:0 für Schweden, somit gegen Russland. Beide Nationen ja bisher ganz gut dabei hier in meiner Europa-Liga. Dann haben wir den Doppelschlag für Tschechien. Einmal Pavel Kaderabek und einmal Vladimír Dahida, auch die kennt man natürlich aus der Fußball-Bundesliga und die machen das 2:0 gegen Schottland. Dann haben wir jetzt den Anschlusstreffer schon wieder für Schottland durch Declan Gallagher, weil David Marshall trifft ja nicht, weil das der Torwart, somit steht es 2:1, also jetzt für Tschechien. Dann haben wir die erneute Führung für Portugal. Diogo Jota macht den Treffer, das 2:1, also jetzt gegen Kroatien. Und dann haben wir den Ausgleich für England. Mason Mount macht das 1:1 gegen Polen, auch hier somit wieder alles offen. Ja, wir haben jetzt den begehrtesten Du-Sticker überhaupt gefunden. Ronaldo und João Felix. Zwei Generationen auf einem Sticker, das gibt's auch nicht oft. Somit Doppelschlag für Portugal, das ist das 4:1 gegen Kroatien. Das Spiel dürfte jetzt schon entschieden sein. 4:1 also für Portugal und das noch vor der Halbzeitpause. Dann der nächste Torwart von Wales. Was ist da los? Jetzt haben wir Danny Ward und jetzt haben wir nochmal Wayne Hennessy gezogen. Somit bleibt es beim 0:0 gegen Italien. Dann haben wir jetzt das 1:0 für Nordmazedonien durch Ahidjan Adeyemi im Spiel gegen Finnland. Und ja, für Finnland sieht es überhaupt nicht gut aus. In den ersten 6 Spielen haben sie jetzt nur ein Tor erzielt. Das ist, ja, der schlechteste Wert hier in dieser Liga. Aber dann haben wir jetzt die Führung für Polen, die erneute Führung. Kamil Kosicki macht das 2:1. Lewandowski trifft irgendwie nicht. Der steht immer noch bei 0 Toren. Aber seine Kollegen treffen ganz fleißig 2:1 mit gegen England. Dann tatsächlich kurz vor der Halbzeitpause nochmal der Anschlusstreffer für Kroatien zum 2:4. Luka Modric, der Torschütze auf jeden Fall, ein ganz bekannter. Und dann ist tatsächlich auch schon Halbzeitpause und das ist das torreichste Spiel. Ja, 6 Tore vor der Halbzeitpause. 2:4, also da ist definitiv noch einiges möglich. Aber es gibt auch noch so viele Spiele, wo noch keine Tore gefallen sind. Nämlich bei Dänemark gegen Spanien zum Beispiel oder bei Schweiz gegen Ungarn oder auch bei Deutschland gegen Frankreich und auch noch bei ein paar weiteren sind noch keine Tore gefallen. Also wir sind gespannt, wie es in der zweiten Halbzeit so weitergeht. Wir starten rein in die zweite Halbzeit und auf einmal ist tatsächlich Kroatien wieder im Spiel. Sie waren 1:4 hinten gegen Portugal und jetzt steht es 3:4. Mateo Kovacic mit dem 3:4. Es ist alles wieder möglich in diesem verrückten Fußballspiel, mittlerweile schon 7 Tore. Jetzt aber erstmal der Doppelschlag für die Ukraine auf einmal. 2:0 führt die Ukraine plötzlich gegen Belgien. Torschützen, ja, wissen wir aktuell nicht, aber auf jeden Fall 2 Tore für die Ukraine. Dann auch 2 Tore für Dänemark im Spiel gegen Spanien. Aber ihr seht ja schon, Spanien dann gleich mit dem Anschlusstreffer. Auf jeden Fall erstmal das 2:0
für Dänemark, auch hier wissen wir die Torschützen nicht. Und jetzt das 2:1 für Spanien, also ist trotzdem wieder alles drinnen. Alvaro Morata auf jeden Fall verkürzt. Und dann fällt ein Tor auf jeden Fall bei Deutschland gegen Frankreich. Welche Mannschaft trifft? Es ist tatsächlich die deutsche Nationalmannschaft, geht hier in Führung mit 1:0. Robin Koch, der Abwehrspieler, macht das Tor im Spiel gegen Frankreich und somit können wir jetzt auch eingehen in die Schlussphase. Jetzt haben wir das 1:0 auch für Ungarn. Philipp Holländer macht das Tor gegen die Schweiz. Somit bleibt es hier nicht beim 0:0, sondern es fällt auch noch ein Tor. 1:0 also jetzt für Ungarn. Dann plötzlich, ja, der Doppelschlag für Finnland. Unglaublich aber war Robert Taylor mit einem Tor und Tim Sparv mit einem Tor. Und somit führt Finnland plötzlich mit 2:1 gegen Nordmazedonien. Und das wäre der erste Sieg für Finnland hier in diesem Wettbewerb. Aber noch ist nicht Schluss. Jetzt haben wir erstmal den nächsten Torwart, Salvatore Sigu. Es ist Wahnsinn. Wir hatten schon 3 Torhüter im Spiel Italien gegen Wales, aber kein Tor. Das ist schon Wahnsinn. 3 Torhüter, aber kein Tor. Jetzt da haben wir aber ein Tor und das ist das 3:1 für Tschechien. Jakub Brabeck macht das Tor im Spiel gegen Schottland. Und dann haben wir auch bei Polen das 3:1. Czajek Kochalski macht das Tor, wieder kein Lewandowski. Wieder macht es ein anderer, aber Polen, ja, auf dem besten Weg zum Sieg gegen England, aber ja, noch ist nicht Schluss. Also es kann jederzeit noch ein Doppelschlag kommen von England, dann ist es wieder ein Unentschieden. Also in jedem Spiel ist also noch was möglich. Nach 3 Torhütern haben wir jetzt endlich das lang ersehnte Tor für Italien. Alessandro Florenzi mit dem 1:0 für Italien gegen Wales und das kurz vor Schluss. Dann legt Ungarn auch nochmal nach. Die wurden besser in der zweiten Hälfte und haben sich das Tor als einfach erarbeitet. Norbert Könwies macht das 2:0 im Spiel gegen die Schweiz. Zu einem Punkt reicht es auf jeden Fall schon, wenn nicht sogar 3 Punkte. Dann plötzlich das 1:1 für Wales gegen Italien. Und ja, man kann leider nicht erkennen, welcher Spieler hier getroffen hat. Auf jeden Fall Bale ist da auch mittendrin in der Jubeltraube. Dann haben wir das verrückte Spiel, da fällt das nächste Tor, nämlich für Portugal, João Cancelo, und das dürfte die Entscheidung sein für Portugal. Das ist jetzt auf jeden Fall das 5:3 für Portugal gegen Kroatien. Ich glaube, das war schon langsam, weil jetzt haben wir noch einen Spieler von Frankreich. Aber Glück für Deutschland, das ist der Torwart Hugo Lloris und der macht kein Tor. Somit gewinnt Deutschland gegen Frankreich durch Robin Koch mit 1:0 und die anderen Ergebnisse gibt es jetzt natürlich auch noch. Am 6. Spieltag gab es ja einige interessante Spiele. Dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal Schweden gegen Russland. Da gewinnt Schweden mit 1:0. Russland war ja auf Platz 1. Das könnte sich jetzt geändert haben. Auf jeden Fall haben wir Österreich. Die gewinnen mit 2:0 gegen die Türkei. Dann gewinnt Ungarn 2:0 gegen die Schweiz. Auch für Polen sieht es ganz gut aus. Die gewinnen gegen England mit 3:1 und bleiben weiterhin da oben mit dabei. Dann Belgien verliert weiter und die gehen Richtung, ja, letzten Platz aktuell. 0:2 gegen die Ukraine verloren. Als einzige Mannschaft ist somit Belgien noch ohne Sieg. Alle anderen haben schon mal gewonnen oder haben an diesem Spieltag gewonnen. Dann Deutschland gewinnt 1:0 gegen Frankreich. So will ich das auch bei der EM tatsächlich sehen. 1:0 knapper Sieg am Ende, entscheidet Robin Koch das Spiel wahrscheinlich nach einer Ecke mit dem Kopf, hat das gemacht, gehe ich mal davon aus. Dann Dänemark gewinnt das erste Mal hier in meinem Turnier mit 2:1 gegen Spanien. Dann das verrückteste Spiel bisher, denke ich, an den ersten Spieltagen. Portugal gewinnt 5:3 gegen Kroatien. Also das ist schon, ja, ein krasses Spiel gewesen. Also da werden sich alle Fans gefreut haben, die da im Stadion waren. Dann Slowakei-Niederlande, das komplette Gegenteil. Das war ein langweiliges Spiel am Ende, 0:0, keine Tore. Dann Tschechien gewinnt 3:1 gegen Schottland. Außerdem gewinnt Finnland tatsächlich zum ersten Mal, ja, aus deren Sicht wahrscheinlich gegen den leichtesten Gegner, nämlich Nordmazedonien, schlagen sie am Ende mit 2:1 dank eines Doppelschlags. Da waren sie auch 1:0 hinten tatsächlich zur Halbzeitpause. Dann Italien gegen Wales, das Spiel der Torhüter auf jeden Fall. Am Ende geht es 1:1 aus und somit gibt es jetzt noch die Tabelle. Der neue Tabellenführer heißt Ungarn. 13 Punkte haben sie geholt, die beste Offensive aktuell mit 14 Toren. Dicht gefolgt von Polen, die haben auch 13 Punkte auf dem Konto, aber halt die schlechtere Tordifferenz. Dann dahinter Russland jetzt mit 12 Punkten.
Übrigens Russland und Kroatien die einzigen Mannschaften, die noch nie unentschieden gespielt haben. Eine Niederlage hat jede Mannschaft schon kassiert. Schottland jetzt auch die erste. Die sind auf dem vierten Platz dadurch jetzt mit 11 Punkten. Auch 11 Punkte hat Schweden aktuell auf dem fünften Platz und Tschechien 10 Punkte auf dem sechsten Platz. Also die Teams sind alle schon zweistellig. Dann gibt es ein Mittelfeld, das gar nicht existiert, weil alle Mannschaften ziemlich gleich viel Punkte haben, nämlich Ukraine, Niederlande, Italien und Kroatien mit 9 Punkten. Dann mit 8 Punkten haben wir Österreich, Portugal, Nordmazedonien, Wales und die Türkei. Und mit 7 Punkten haben wir Spanien, Slowakei, Schweiz, England und jetzt auch Deutschland tatsächlich. Und dann haben wir ja die untere Zone mit Dänemark auf Platz 21 mit 6 Punkten. Dahinter Frankreich und Finnland mit 4 Punkten und auf dem letzten Platz ist Belgien. Die warten noch auf einen Sieg, haben nur 2 Punkte geholt und schon 16 Tore kassiert. Das ist der schlechteste Wert. Die schlechteste Offensive hat übrigens Finnland gemeinsam mit Deutschland tatsächlich mit 3 Toren aktuell. So sieht's aus, aber es kann sich halt jederzeit noch alles ändern. Wir haben erst ein paar Spieltage gespielt. Das ist jetzt nur so mal eine Tendenz, wo es hingeht, in welche Richtung, aber wie gesagt, ist es noch alles drin. Wir haben ja ziemlich viele Spieltage am Start. Ich glaube, um die 40 Spieltage. Da kann noch sehr viel passieren und somit würde ich sagen, war es das schon wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.